Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom Pokémon Kolosseum hier im geheimnisvollen Krypto-Pokémon-Labor. Langsam fühlen wir der Verbrecherbande auf die Zahn. Und naja, wir müssen hier erstmal rein. War hier der Eingang? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh. Hier brauchen wir eine Schlüsselkarte für. Also nein, hier geht's nicht lang. Dann wohl eher doch da. Das Eisentor ist abgeschlossen. Und das ist aber doof. Oh, wir sollten es vielleicht aufmachen. Da, hier befindet sich ein Schalter. Ihn betätigen, natürlich. So. Durch Wände gehen kann ich leider noch nicht. Irgendwann kommt das auch nochmal. Oh, ein PC. Wie schön, dann kann ich gleich speichern. Ist ja nur ein paar Minuten her, als ich gespeichert habe. So, dann würde ich mal sagen, hinab! Tja, dummerweise gibt es hier in Ore keine versteckten Items, das wäre da bestimmt eins. Da hier, so verwinkelt. Es ist immer dasselbe, die Drecksarbeit bleibt immer an mir hängen. Da habe ich wirklich noch genug zu tun, wenn wir das Labor räumen. Was? Was, warum, wie? Wer seid ihr? Ihr seid verdächtig. Ich wette, ihr seid Eindringlinge. Wir sind die Praktikanten. Wir machen hier nur so den Dreck weg und, naja, bringen den Müll raus. Aber wir sind nicht die Putzfrau, sondern wir sind die Praktikanten, ja? Und wo wir schon dabei sind, den Müll rauszubringen, schmeißen wir dich gleich mit raus. Wie sagt man so schön? Müll zu Müll. Herrscher, tu deine Pflicht. Direkt Schwanz Nummer 1, erledigt. Direkt Schwanz Nummer 2, erledigt. Noch Fragen? Und jetzt raus mit dir, du machst mir den Fußboden dreckig. Wie konnte mir das? Das wird euch noch leid tun. Wo waren wir stehen geblieben? Da liegt Müll auf meinem Boden. Eine Schlüsselkarte. Sehr schön. Hey, das ist doch eine Schlüsselkarte. Damit können wir bestimmt ins Labor. Da bin ich mir sicher. Aber erstmal gucken wir hier, ob hier noch irgendwo ein leerer Mülleimer ist. Okay, den Dreck mache ich nicht weg. Das macht die Putzfrau. Ich bin nur Praktikant. Oh, drei Elixiere. Nice. So weit kommt's noch. Eigentlich hätte man sich diesen Abschnitt hier auch versparen können. Und wieder da lang. Da ist ein Schlüsselloch. Dann schauen wir mal, ob wir unsere Schlüsselkarte in das Schlüsselloch bekommen. Sie, wie setzt die Schlüsselkarte ein? Zieht man die nicht normalerweise eher so durch? Ein seltsames Schloss ist das. So seltsam. So, schauen wir erstmal, was hier in dem Gang ist. Ein Kryptoknecht. Alarm, Eindringlinge gesichtet. Es ist Gakko mit Doppel-O. Mit Griffel und Remoraid. Naja, eins ist wir schon mit Sicherheit. Dieses Remoraid ist kein Krypto-Pokémon. Wir haben nämlich schon ein Krypto-Remoraid. Es ist ein Krypto-Griffel. Da, ich würde mal sagen, Feuerodem drauf. Ja, Herrscher, ziehen wir mal lieber zurück. Zeit für ein bisschen Flower Power. Ja,
Ja, es ist doch ganz furchtbar. Soll ich schon ausrichten. Ist klar. Das war ein bisschen viel Schaden. Wenn wir es jetzt mit Feuerodem angreifen und kritten, ist es besiegt. Wie man sagt man so schön im Fachjargon, es ist krittbar. Und naja, wenn es jetzt noch ein paar Mal ausbüchst und Kryptoschlag einsetzt, dann ist es auch besiegt. Also schön, wenn wir es einwerfen, aber rüber Bälle drauf. Irgendwann bleibt es drin. Schon als Krypto-Pokémon. Oh, nicht schon wieder die Katze. Die zerkratzt dann immer so das Gesicht. Na, wenigstens trifft der Gesang. Und es regnet. Ich würde sagen, wir werfen mal einen schönen gepflegten Hyperball, wie sich das gehört. Auf das Griffel. Und wir gehen mit Gigasauger auf Isenior. Könntest du heißen. Ich habe drei Exiere gerade gefunden. Und wir haben auch noch Top Ether. Wir haben, glaube ich, bis jetzt noch keinen einzigen eingesetzt. Außerdem ist hier um die Ecke gleich ein PC. Da können wir auch heilen. Das hatte ich befürchtet. Wie diese Zs einfach schon da sind, bevor Griffel da wieder steht. Ich wüsste auch nicht, womit wir das noch vorschwächen können, ohne Gefahr zu laufen, dass wir es eventuell aus Versehen besiegen. Das müsste sich selbst erledigen. Und dann ginge das. Gut, komm, Lambow. Für das gefährliche Visenio. Never mind. Das war ja gar nichts. Da richtet Griffel mit seiner Kratzfurie ja mehr Schaden an. Griffel hat dummerweise auch keinen Typ, den wir irgendwie ausnutzen können. Das ist ein bisschen doof. Ich stelle mich mal auf ein langes Fangduell ein. Body Slam reicht. Beim letzten Mal sah es gar nicht so schlecht aus. Vielleicht bleibt es drin, vielleicht auch nicht. Ich würde mal sagen, ob es drin bleibt oder nicht, seht ihr, wenn es aus dem Ball ausbricht. Das war Visenio. Oh, komm her. Es regnet gerade noch, ne? Hm, dachte ich mir. Ach ja, was für ein wunderschöner Regeneffekt das ist. Es gibt so einige Spiele, der... Ich weiß nicht, der 8. Generation vielleicht, die sich davon eine Scheibe abschneiden könnten? Verblüht, dass sich das Icon da bei Formeo nicht mit verändert. Das bleibt immer gleich. Tata! Manchmal zahlt es sich eben aus, ein bisschen vorsichtiger zu sein. Wie gesagt, wir wollen die Dinger fangen, nicht besiegen. Ist ein kleiner Unterschied, ich weiß. Und man muss sich auch immer sehr zusammenreißen. Aber wie gesagt, es sind so ziemlich die umgekehrten Regeln zu einer Nuzlocke. Oder beziehungsweise man wendet das, was man bei einer Nuzlocke oder worauf man bei einer Nuzlocke achtet, auf den Gegner an. Oh, jetzt aber weg damit. Hui. Der Body Slam sah schmerzhaft aus. Dass ich besiegt werde. Ich wünschte,
Das Starter-Loblauf, was man hier fangen kann, könnte Igelsamen. Das wäre einfach so gut. Wir könnten dem Lichtschild beibringen und Reflektor, wie es das jetzt kann. Und dann bringen wir dem noch Igelsamen bei. Oh, das wäre so gut. Hattest du nicht Elektrobälle? Ich glaube, du hattest Elektrobälle. Oh, wir haben Herrscher eh noch oben, also von daher. Hey da, im Labor müsst ihr Laborkittel tragen. Das ist Vorschrift. Aber euch habe ich hier noch nie gesehen. Seid ihr etwa Eindringlinge? Nein, wir sind immer noch die Praktikanten. Professor Kulpa hat uns persönlich eingestellt. Als Praktikanten, versteht sich. Nicht als Laborarbeiter oder Laborratten. Wir sind Praktikanten. Und wir praktizieren hier, beziehungsweise wir lernen hier, mein Krypto-Pokémon im Kampf einsetzt? Aber du hast gar kein Krypto-Pokémon mit dabei. Das ist ja der springende Punkt. Wir haben das so gut erforscht, wir haben gar keine mehr. Naja, wir haben auch so nebenbei herausgefunden, wie man Krypto-Pokémon erlöst. Das wäre vielleicht auch ganz interessant für die Forschung vom Professor. Ich weiß ja nicht so, wie der da drauf steht. Okay, ich habe vergessen und unterschätzt, wie langsam Morlord ist. Dann setzen wir jetzt einfach Flower ein. Das Erdbeben ist incoming. Flower sollte das überstehen. Flower ist 2 Level höher. Ist ineffektiv dagegen. Das soll schief gehen. Ob ich jetzt ein oder zwei Beleber einsetze, das spielt an sich keine Rolle. Aber holy moly. Ich vergesse mal wieder, wie langsam Morlord ist. Und dabei sind wir schon überlevelt. Aber dass sogar das Magnetilo stärker ist. Wow. Naja, es trägt wohl nicht umsonst die Flickklaue. Oh, er hat noch eins. Ein Elektroball. Ich hatte recht, er hat einen Elektroball. In der Hinsicht habe ich mich nicht geirrt. Ja. Never mind. Er hatte einen Elektroball. Gut, es hat gerade gesuicided. Tja. Es sah, es kam, es explodierte. Was? Also den Dreck, was das Elektro hinterlassen hat, mache ich nicht weg. Ihr kommt viel zu spät. Ihr findet ja gar nichts mehr. Was ich immer ganz witzig finde, so, es gibt ziemlich viele Fan-Comics oder Fan-Memes. Bilder, wo die Elektroball, die sich in die Luft jagen, immer traurig reingucken, wenn ihr Trainer eine Selbstzerstörung befehlt. Aber in irgendeinem Pokédex-Eintrag steht, dass sie sich aus Jux und Tollerei mal gerne selbst in die Luft jagen. Also kann ihnen dabei eigentlich nicht allzu sehr passieren, es sei denn, sie stehen auf Schmerzen. Dann ist das was anderes. Du bist also Sefi. Man hört, du bist der Störfaktor in unserem Projekt. Falsch! Ich bin Praktikant! Unter uns wird eigentlich sind wir ja Spione. Aber wir sind so gute Spione, dass wir uns als Praktikanten getarnt haben. Kommt niemand drauf. Ha! Okay. Da die alle gleich mit Donner auf Wölkchen gehen, ziehen wir zurück, setzen Flower ein. Das tun wir uns nicht nochmal an. Wölkchen wird leben! Flower sollte das alles tanken können. Seht ihr? Kein Thema. Wie akkurat die aber auch alle mit ihrem Donner sind, ne? Hey! Ich glaube, Herrscher und Flower werden diesem Leben keine Freunde mehr. So oft wie Flower einen auf die Mütze kriegt. Dabei will ich eigentlich nur, dass Wölkchen ein bisschen EP kriegt, wenn es auf 41 ist. Ach, wie süß, er hat noch ein Magnetilo. Stell mal einen Reflektor auf. Au. Das hat ein bisschen mehr gemacht, als ich dachte. Kann
kann sein, dass wir gleich Flower einen auf die Mütze geben. Reflektor sei Dank. Ein weiterer Grund, warum ich finde, dass Morlord als Wasserpokémon hier besser geeignet ist als Tyrakrok. Du störst hier! Ich mach hier nur sauber! Ach. Schwierig. Die Krypto-Pokémon, deren Herzen wir hier versiegelt haben, sind schon lange weg. Du kannst dich abstrampeln, wie du willst, aber unseren Krypto-Pokémon-Plan wirst du nicht vereiteln. Ist ja natürlich, dass sie nur weg sind, ne? Ein Energieschüssel. Ich wollte mir hier ein schönes Krypto-Pokémon aussuchen, aber nein! Ich komme natürlich wie immer zu spät. Wollte gerade sagen. Die DNS-Probe hier nehme ich mit. Die brauchen wir später noch. Hier gibt es nämlich irgendwie so ein Rätsel drin, wo ich dachte, ja, ist eine gute Idee, lass mal machen. Hier steht nicht zufällig irgendwo ein Pokémon-Vitalisator rum. Das ist der Rückweg, da kommen wir nicht lang. Also, ne, wenn wir mit dem Labor fertig sind. Wir müssen mal kurz heilen. Ich weiß gerade nicht, wo der nächste Vitalisator steht. Das ist ein bisschen doof. Gut, dass es hier einen PC gibt. Ich dachte mal, hier steht auch ein Vitalisator-Raum. Oh, da geht's ja gar nicht lang. Da geht's lang. Aber es ist, glaube ich, in XD so. Ja, in XD kommt man hier auch wieder vorbei. Da geht man sozusagen andersrum. Okay. Brauchst du überhaupt einen hier? Tutti, du brauchst wieder ab. Okay, gut, dann müssen wir nur Flower und Herrscher mal kurz ablegen. So, wenn ein Pokémon in den PC liegt, ist es nämlich geheilt. Wir brauchen ein Pokémon Center. So, dann kommt Herrscher wieder nach vorne. Items, wie sieht's itemtechnisch aus? Brauchen wir mal wieder was? Ich glaube, ein paar Tränke und ein paar Beleber würden uns noch ganz gut tun. Was sagte die Barschaft? Ah, Barschaft sagt, spar mal lieber noch ein bisschen darauf. Wir schaffen das auch so irgendwie. Bis jetzt sind wir ganz gut vorangekommen. Wo renne ich ja nicht lang? Ach, Cosma, geh aus dem Weg. Blödes Mädchen. Da war ich doch schon. Wir haben dieses Labor schon mein ganzes Krypto-Pokémon erleichtert. Oh, hi du, willst du nicht kämpfen? Ah, diese Daten brauchen wir also nicht mehr. Was soll denn der Lärm? Wenn ihr euch schnell bereit, wenn nicht bereit macht, dann wird Professor Kulpa. Hä? Ja, ihr arbeitet doch gar nicht Lombo, oder? Die Typen kann man tatsächlich überspringen, ist ein optionaler Kampf. Das ist Karfloff. Mit Frisselblitz und Magnetilo. Tja, Wölkchen. Da gehst du wieder. Lebe wohl. Ich hätte Wölkchen nicht mal wechseln müssen, weil sich die Fliegenklaue aktiviert hat. Ach. Naja, lieber so als andersrum. Und Level 43 für Herrscher.
Oh, ein Lampi. Lampi haben eine ziemlich gute Spezialverteidigung. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass Flowers mit einem Gigasauger erwähnen wird. Also machen wir es so. Ja, aber dieses Lampi muss sein Trainer ja sehr gerne haben. Frustration ist nämlich das Gegenteil von Rücke. Je weniger das Pokémon einen mag, desto mehr Schaden macht die Attacke. Und Level 45 für Flower. Was soll die Störung ausgerechnet während der Räumungsarbeiten? Bitte nicht schnell verschwindet, wird Professor Kulper euch zeigen, was Schmerz ist. Da bin ich mir sicher. Um die Tür zu öffnen, benötigst du den OG-Schlüssel. Ja gut, dass wir den haben. Und Sesam, öffne dich. Huch. Ihr dürft hier einfach nicht reinkommen. Aber wir sind doch die Praktikanten. Wenn die Putzfrau hier schon nicht sauber macht, wer dann? Oh, Blanas. Blanas lernt, keine Fernsehattacken. Das wissen wir aus erster Hand. Wir setzen Feuerodem auf Kanivana und Blizzard ein. Wow. Ich habe gar nicht geguckt, auf welchem Level das... Ach, das ist wahrscheinlich auch auf 38. Finte sollte das können. Hallo Hunduster. Ja, Wachs. So viel kann es nicht. Es kann, also, bis zur Entwicklung lernst du nicht mal eine Angriffsattacke. Und selbst danach wird es schwierig. Wir hatten einen Smaragd 1. Wir wissen, wie das funktioniert. Und Level 42 für Wölkchen. Und Kramux wird eingesetzt. Kramux ist scheinbar das Krypto-Pokémon. Oh, da ist ein Krypto-Pokémon. Ja gut, dann Feuer-Odem auf Kramux und Erdbeben auf beide, weil Kramux ist ein Flugtyp, da hat Erdbeben keine Wirkung und wir können Hundbooster damit einfach wegfloppen. Und schon haben wir uns um das Problem gekümmert. Da fliegt es. Ja, dann würde ich sagen nochmal Feuerodem und Gena. Feuerodem sollte es eigentlich überleben, auch wenn es ein Volltreffer wird. Sehr gut. Ja gut, wird nichts mit dem Gena. Irgendwie haben wir das ziemlich häufig, ne? Oh, es hat sowieso Insomnia. Das hätte eh nicht funktioniert. Gut, dass wir es paralysiert haben. Dann können wir jetzt versuchen, einfach mit dem Hyperball zu fangen. So, und wir rufen mal. Ich will keine Attacke einsetzen. Das sollte eigentlich funktionieren. Bye-bye. Das Fünkchen Zweifel bleibt. Eigentlich haben wir ganz gute Chancen. Es ist angeschwächt, wir werfen Hyperball, es ist paralysiert, never mind. Es geht wieder hoch. Ich meine, das ist wenigstens vorteilhaft. Solange wir Wölkchen im Spiel haben, wird es höchstwahrscheinlich kein Kryptoschlag einsetzen. Also müssen wir darauf achten, dass Wölkchen am Leben bleibt. Weil wenn es sich halt mit ein, zwei Kryptoschlägen wehtut, wäre das auch nicht so das Ding. Aber wir können es halt auch nicht, nicht weiter vorschwächen, ohne zu riskieren, dass wir es erledigen. Das ist ein bisschen doof. Gut, wir können den Übertrag einsetzen. Schauen wir uns das nochmal an. Ha, so wird es noch ein bisschen dauern, bis es drin bleibt.
Wie können wir noch am cleversten unsere Fangchance erhöhen? Also wie gesagt, es wäre eigentlich nicht schlecht, wenn es sich nochmal selber eine reinwirkt. Die Frage ist nur, wie machen wir das am geschicktesten? Wir müssten ein Wölkchen rausnehmen. Und irgendwas Flugresistentes einwechseln. Never mind, wir haben es gefangen. Habt ihr fein gemacht. Für dein Alter gehst du ganz schön zur Sache. Was soll das eigentlich heißen für dein Alter? Der Hauptcharakter sieht mir jetzt nicht aus wie die üblichen 10 Jahre. Ich meine, hey, der hat ein krasses Bike. Der wird mindestens 16 sein. Eine weitere DNS-Probe. Seit ich hier arbeite, habe ich mich immer um die Pokémon gekümmert. Wollt ihr auch ein Pokémon haben? Ja! So, das tut mir leid. Man hat sich schon alle abtransportiert durch die Armen. Oh Mann, kommt zu spät, die sind schon alle weg. Hier ist Betreten verboten. Oh, was ist Faker? Pupita. Pupita können wir mit dem Surfer erledigen. Pastelka können wir nett anlächeln? Pastelka ist nämlich das Krypto-Pokémon. Wir können versuchen, es einzuschläfern. Den Surfer sollte es überstehen. Der Schaden wird durch zwei geteilt. Naja, es ist normal resistent dagegen. Ja, da hätten wir noch Feuer oder noch Pokémon gegen einsetzen können. Hallo Zubat. Das greift mit Kryptoschlag an, alles klar. Vermutlich hat es auch kaum andere Attacken. Das heißt, wir müssen es am besten einschläfern. Gegen Zubat könnten wir Blizzard einsetzen. Blizzard wird ein bisschen. Wobei, Blizzard müsste auf Frostelka uneffektiv sein, weil Frostelka ein Stahltyp ist. Das ist, glaube ich, uneffektiv. Der Wölkchen kriegt aber ganz schön was ab. Ja. Eigentlich hat es das perfekt vorgeschwächt. Natürlich wird gerade das Zubat die Attacke ab. Aber gegen Pastelka können wir Netzbälle einsetzen. Pastelka ist nämlich nicht nur ein Stahl-Pokémon, sondern auch ein Käfer-Pokémon. Ach, ich liebe Netzbälle. Ich will mal Nestbälle sagen. Gott, oh, ein Wablu. Ach, es ist so süß. Wir hatten auch mal eins. Wisst ihr noch? Ich glaube, Wölkchen braucht gleich mal wieder einen Trank. Wölkchen braucht ganz schön viele Tränke. Und Blizzard. So, jetzt Blizzard nach Vorschrift. Naja, fast. Dieses verdammte Zubat, das will aber auch nicht getroffen werden. Dann eben anders. So, das war Nummer 1. Und Attacke. Das ist aber mit Schmackes. Wie sagt man so schön? Was macht man mit Puh? Man spült es weg.
gut, du kannst durch. Was war hier eigentlich? Eine Sackgasse. Interessant. Ja, da war nur eine Sackgasse. Ich dachte irgendwie, da wären Aufzüge. Aber nein, da waren keine Aufzüge. Aber bevor wir weitermachen, machen wir in dieser Stelle eine klitzekleine Pause. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und naja, dann gucken wir mal, was es hier sonst noch so Schönes zu sehen gibt. Wir sind mit dem Labor schon ziemlich weit. Ich glaube, beim nächsten Mal sollten wir dann durch damit kommen. Und naja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Ich würde mich natürlich wie immer sehr darüber freuen. Und naja, was sagt man noch so? Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und so. Und bis zum nächsten Mal. Verabschiede ich mich wie immer. Dann ciao.